Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu einem neuen Donnerstag. Als allererstes zeige ich euch eine Frisur, die so halb weggesteckt ist. Das Gute ist hier, man kann diese Frisur machen, auch wenn man dünne oder dicke Haare hat, ist vollkommen egal. Das Wichtige ist hier, wie dick die Strähne ist, die ihr euch jeweils wegnehmt. Ich nehme mir hier, gehe ich vom Ohr hoch mit dem Zeigefinger. Dann habe ich hier eine Strähne, dann gehe ich zu der anderen Seite und gehe wieder mit dem Zeigefinger, nehme mir auch eine Strähne weg. Und bringe beide nach hinten. Ich habe den Scheitel jetzt einfach gelassen, wie er war, aber ihr könnt es natürlich auch anpassen. Ihr könnt den Scheitel richtig deutlich machen oder das Ganze etwas flacher, wie ihr möchtet. Also von vorne sieht es aus wie eine richtige Frisur. Die Haare fallen einem nicht ins Gesicht, aber wie gesagt, man kann das Ganze wirklich nur mit einem Bobbypin festhalten. Und zwar halten wir die Strähnen überkreuzt und schieben den Bobbypin einfach durch. Und zwar von unten nach oben mit der gewellten Seite nach unten. Ich glaube, das ist eine mit der schnellsten Frisuren, die ich euch jemals gezeigt habe. Als nächstes möchte ich euch eine tolle zeigen. Das ist eine Geschmackssache, aber ich finde es eigentlich ganz cool und vor allem bei meinem Gesicht, bei meinem eher breiteren, markanten Gesicht, finde ich, ist so eine tolle irgendwie ganz praktisch, weil sie optisch irgendwie mein Gesicht verlängert und das kann man super gut machen, auch nur mit einem Bobbypin, ohne zu toupieren und ohne irgendwas zu sprühen. Also ich gehe meistens einfach mit meinen Daumen ungefähr auf der Höhe, hier Ende, Mitte der Augenbraue, gehe ich mit den Daumen nach oben, gehe ungefähr fast bis zu meinem Hinterkopf, mache sozusagen ein Dreieck daraus und dann die Haare, die ich hier oben habe, die versuche ich ziemlich flach zu halten, also ziemlich gerade, damit hier schon keine Strähnen entstehen. Dann nehme ich sie hier hinten, drehe einmal in eine Richtung und drücke das so ein bisschen nach vorne. Da müsst ihr auch entscheiden, wie hoch eure Tolle sein soll. Wenn sie etwas leichter gehen soll, könnt ihr ein bisschen nach hinten. Wenn sie ein bisschen stärker sein soll, könnt ihr das Ganze ein bisschen weiter nach vorne drücken. Dann nehmt ihr einen Bobbypin mit der gewellten Seite nach unten und bringt den rein von der anderen Seite. Also nicht in die, die ihr gedreht habt, sondern eben in die andere. Das sieht eigentlich auch cool aus, wenn man die anderen Haare nach hinten bringt, wenn man die Haare offen lässt. Das ist natürlich dann frei zu entscheiden. Aber so eine kleine Tolle geht super schnell mit einem Bobbypin. Bei der nächsten Frisur zeige ich euch, wie man die Haare super einfach zusammenbekommen kann, wenn man zum Beispiel ein Haargummi vergessen hat und nur ein Bobbypin da hat. Das geht mir so oft so und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ja, zeige ich euch mal einen Plan B, falls das Haargummi wie immer lost ist. Und zwar bringe ich meine Haare nach hinten, so wie es mir gefällt. Ich mag am liebsten, wenn man den Scheitel nicht so direkt sieht, sondern so ein bisschen verschwommen ist. So, dann nehme ich mir Haare von hier unten, so weit unten, wie es nur geht, und bringe sie so, mache mir sozusagen wie ein Band um meine Haare herum. So könnte ich vorstellen, als würdet ihr jetzt so einen Knoten machen wollen. Wir bringen die Strähnen zusammen, drehen sie, kordeln sie und dann stecken wir den Bobbypin einfach mittendurch nach unten. Und von vorne dann könnt ihr eure Haare natürlich richten, wie ihr möchtet. Entweder lasst ihr das so streng zurück, falls ihr keine Strähnen habt. Wenn ihr Strähnen habt, dann könnt ihr das ja so ein bisschen rauslassen, ein bisschen lockern, das Ganze hier vorne. So zum Beispiel. Wie gesagt, der Rest ist euch überlassen, wie ihr hier vorne das Ganze gestaltet. Vielleicht habt ihr sogar einen Pony. Aber ja, mit einem Bobbypin kann man sich sozusagen auch fast wie einen Pferdeschwanz machen. Ich denke, alle diese Frisuren kann man zum Beispiel auch ins Büro anziehen. Anziehen? Tragen. Das waren jetzt alles ziemlich einfache Frisuren, super mega schnelle Frisuren, wirklich 2-3 Handgriffe und fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe das wirklich sehr. Freue mich auf euer Feedback, auf eure Kommentare und die Daumen nach oben hoffentlich. Und danke sehr für die ganzen neuen Abonnenten, die mir eine Chance geben. Ich hoffe, mein Kanal und meine Videos gefallen euch und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Spätestens nächsten Donnerstag wieder, wenn es neue Frisuren gibt. Bis dahin, alles Liebe. Ciao!